Die zweite Ausstellung im Kunsthaus Nürnberg befasst sich mit der Fotografie. Die Fotografie ist ein Schwerpunkt des Kunsthauses. Wir sind sehr glücklich, die weltberühmte Fotografin Giselle Freund hier im Kunsthaus Nürnberg präsentieren zu können. Kuratiert ist diese Ausstellung von den Berliner Kuratoren Gabriele Kostas und Herrn Fricot. 280 schwarz-weiß und farbige Fotografien sind hier in Nürnberg zu sehen. Alles digitale Prints, die neu aufgearbeitet die originalen Fotografien von der Fotografin zeigen. Die Ausstellung ist vom 9. April bis 21. Juni hier in Nürnberg zu sehen und wir freuen uns sehr auf Ihr Kommen. In dieser Ausstellung sehen Sie das Werk von Giselle Freund in zwiefacher Weise ganz neu. Das eine ist die Kombination der Porträts mit den Reportagen. Sie hat sich immer als Reportagefotografin gefühlt und ist gleichzeitig als Porträtfotografin berühmt geworden. Wir haben sie beim Wort genommen und haben in dem Archiv in Frankreich, in dem ihr Nachlass aufbewahrt wird, die Geschichten, die Hintergründe um die berühmten Porträts herum versucht zu erarbeiten. Und wer durch diese Ausstellung geht, wird sehr viel mehr über Literatur, Kunst, Philosophie erfahren, als er durch ein Einzelporträt erfahren könnte. Und nun zu den Porträts selbst. Ein ganz entscheidender Punkt. Man hat sie schon oft in Ausstellungen und in Büchern gesehen, aber oft in Farbigkeiten, die natürlich dem Verfallsprozess der Farbfotografie, dem ganz normalen Verschwinden der Farbigkeit geschuldet ist. Und nun hat sich für diese Ausstellung ein sehr bedeutendes Institut in Paris, das RMN, das für die französischen Museen arbeitet, an die Aufgabe gemacht, aus den alten Negativen und Dias durch Analysen der Farbigkeiten eine neue digitalisierte Farbversion herzustellen. Und wie das gelungen ist, ich finde es atemberaubend und ich kann nur jedem empfehlen, auch Leuten, die sich einfach nur für diese digitale Problematik oder vielmehr die Möglichkeiten, die die digitale Fotografie bietet, mit einer analogen Problematik fertig zu werden, wer sich dafür interessiert, sollte sich auch schon deshalb die Ausstellung ansehen.